Hallo, liebe Grazhüpfer und herzlich willkommen zu einem sonderbaren Special Kurzzeit- oder Langzeit-Let's Play-Projekt von einem Spiel, das ich entwickelt habe und ich euch gern vorstellen würde. Es heißt Smile My Doll. Und dann wollen wir uns mal in das Spiel hinein verpissen. So, sehr dunkel, wie wir sehen. In Schränken kannst du dich mit einer 50-50% Chance verstecken. Und wir müssen die besessenen Puppen finden und sie verbrennen. Mal schauen. Was haben wir hier? Ich habe eine Kerze gefunden. Juhu! Ja, etwas Licht. Da ist nichts drin. Hier haben wir die tickende Uhr. Okay, ich kann mich wirklich an gar nichts mehr erinnern. Also ist für mich auch komplett blind. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt da eine Folge, zwei Folgen oder mehrere Folgen machen. Jedenfalls würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch das Spiel holt. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung. Und mir dann ein Feedback gibt, wie ihr das Spiel findet. So, was haben wir hier? Ich habe diese Puppe noch nie gemocht. Als wir sie aus dem Haus meiner Schwester geholt hatten, war sie das Einzige, was den Brand überlebt hat. Das Seltsame war, sie hatte ein angekokeltes Streichholz in der Hand. Und auf ihrem Gesicht war dieses seltsame Kichern. Jedes Mal, wenn ich diese Puppe sehe, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Gut. Eine Puppe haben wir gefunden. Was haben wir hier? Finde das Stück deines Großvaters. Okay. Können wir auf dem Klavier spielen? Nope. Vielleicht baue ich das noch ein Spiel. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich das noch in einem Update einbauen soll. So, da. Was haben wir hier unten? Da können wir uns verstecken. Okay. Ich sollte mal so mit Pfeiltasten gehen. Dann haben wir wenigstens Schrittgeräusche. Ich hoffe, es geht von der Lautstärke aus. Da haben wir nichts. Was haben wir? Eine schwere Bratpfanne. Rüsten. Können wir uns die anlegen? Anlegen. Waffe. Bratpfanne. Ja. Nehmen wir. Sehr gerne. Eine Bratpfanne. Hau mal auf den Döns mit der Bratpfanne. Ein Messer. Ich nehme die Bratpfanne. Bratpfannen sind immer besser als Messer. So, was haben wir da im Kühlschrank? Wie köstlich. Es sind tatsächlich noch ein paar Stück Kuchen da und ein paar Sandwiches. Yay. Und hier? Es gibt nichts Besseres als eine eiskalte Limonade. Ja, das stimmt. In diesem Kühlfach waren noch ein paar mehr Dosen eiskalte Limo. Limo. Ein paar Dosen Limo. Sehr schön. Sehr nice, sehr nice. Ah, da hinten haben wir jemanden zum Sprechen. Bedrohliches Raunen. Au, warum? Okay, da müssen wir anscheinend noch irgendetwas anfinden. Ich habe keinen Plan, was. Oh Gott, wie schaut es unsere Gesundheit aus? 145. Okay, das geht noch. Das geht ja noch. Das geht noch. Eieiei. Eieiei, so. Ist halt doof, wenn man sich nicht gemerkt hat, was man machen musste. Ich habe ein schwaches Schmerzmittel gefunden. Ja, nice. Und hier kann man es aufheben. Bild 1 von 4. Uhu. Ich habe meinen alten Bikergläser gefunden. Ich kann kein Deutsch mehr. Tut mir leid. Rüsten. Optimieren. James Bikergläser. Uhu. Jo, und hier, was haben wir hier? Ich habe eine Lade. Ich habe eine Lade, starke Schmerzen. Ja, Deutsch! Wo bleibst du, mein Deutsch? Wo bist du hin, Deutsch? Ich habe in einer Lade ein starkes Schmerzmittel gefunden. Ja! Nice! Du, lass mich mal in Ruhe. Glaub, ich hackt. So, dann gehen wir mal hier hin. Hallo! Spielst du. Spielst du gerne mit meinen Puppen, liebster Bruder? Nein. Ich bin ein Junge und Jungs spielen nicht so gern mit Puppen, außer mit Puppen, die ganze Zeit oh machen. Ah, eine Kiste. Schürhaken gefunden. Ist der besser als unsere Bratpfanne? Jupp, Tatsache. Ist besser als der Bratpfannen, Heini. So, mal die erste Puppe verbrennen. Hier. Puppe verbrennen. Puppe verbrennen. Jupp. Puppe 1 von 7 verbrannt. Und das in 5 Minuten. Gut. Dann müssen wir jetzt noch 5 weitere Puppen finden.
So, ja, mal gucken, wo die anderen Puppen sind. Ich glaube, eine Puppe war hier irgendwo. Jawohl, Puppe 2, komm her. Komm her, du abscheuliches Ding. Es ist eine Puppe ist aufgetaucht. Nein! Angriff! Tja, mal auf mich anzugreifen, du besessene Puppe. Haha, James im Angriff ausgewichen. Haha, also schaust du blöd, du besessene Puppe. Juhu! James war siegreich. Besessene Puppe 2 gefunden. Oh, nice. Gleich die nächste Puppe, gleich frei Haus. Die können wir uns gleich mitnehmen. Ding. So, dann haben wir ja schon mal zwei Puppen verbrannt. Puppe verbrennen. Ja. Puppe 2 von 7 verbrannt. Nice. 1, 2 Puppen weniger. Sehr schön. Und dann können wir zurückgehen. Und anscheinend müssen wir die Bilder für irgendwas einsammeln. Ich habe bloß vergessen, für was wir die Bilder brauchen. Aber wir werden es rausfinden. Was können wir hier machen? Soll ich mich verstecken? Ja. Oh, hat geklappt. Wuhu. Hat es verstecken gebracht? Wir haben uns geheilt. Wenn wir uns verstecken, heilen wir uns. Okay, gut zu wissen. Ich will halt nicht wissen, was passiert, wenn wir failen beim Verstecken. Können wir aber auch gerne ausprobieren. So, da ist die Mutti. Der Geist von der Mutti. Die gute Frage ist, leben wir noch oder sind wir tot? In den Keller gehen? Jupp! So, was haben wir hier? Da ist ein Fragezeichen. Ich mag wissen, was da steht. Finde die Gemälde deiner Mutter. Ah! Hier hat meine Mutter immer gemalt. Ich frage mich, ob ich ihre Bilder wiederfinde. Gut. Dann bitte einmal eine Taschenlampe. Ja, ist sicher gar nicht um viel her. Ja, viel besser. Wir gehen nochmal rauf. So. Ah, ist es nicht schön, wenn es so hell ist? Mit einer Taschenlampe. Bild 2 von 4 gefunden. Nice. Nice. In den Keller gehen, jawohl. Ab in den Keller mit uns. Wir haben ja sonst nichts vor. Außer in den Keller zu gehen. Hallo, besessene... eine dämonische Präsenz. Oh nein. Ich mag keine Dämonen. Dämonen sind böse. Angriff, James. Oh, die machen schon ein bisschen mehr Schaden als die kleine Puppe da unten. Oh, die machen sogar ein bisschen viel mehr Schaden. Magie. Nimm mein Weihwasser. So. Müssen wir schaffen. Nein, James, bitte. Magie, beten wir mal. James spricht ein Gebet. Juhu. Haha, ich hab mich geheilt, du Noob, du. Nein. Na, ich hab mich gespeichert, du. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind fast tot. James ist jetzt Level 2, aber James ist fast tot, ey. Nicht in Erdbeershandelskuchen. Ein starkes Schmerzmittel, bitte. Oh mein Gott, wir sind immer noch fast tot. Was können wir noch? Gib mir noch mehr Sahnekuchen und ein Sandwich vielleicht. Oh mein Gott. James, was machst du denn? Hui, was haben wir da drin? Ich habe ein starkes Schmerzmittel gefunden. Juhu, das ist gut. Puh. Ich habe ein paar schwache Schmerzmittel. Gut, dann gönnen wir uns noch ein paar schwache Schmerzmittel. Da haben wir eh 4 Stück. Zack. Und sind wieder Full Heal. Dankeschön. Das ist ja nett von Ihnen. Und holen uns gleich die nächste Puppe hier. So eine verfluchte Puppe. Diese hat meine Mutter vom Flohmarkt aus Russland mitgebracht. Von diesem Tag an war sie nicht mehr dieselbe. Manchmal wirkt es so, als hätte die Puppe Kontrolle über ihre Gedanken und Gefühle meiner Mutter. Okay, da hatten wir schon mal Puppe 3 von 7, glaube ich.
Und die bringen wir mal schnell nach oben, die liebe Puppe. Na, na, hier die Treppe hoch. Ins Erdgeschoss gehen, jawohl. Ich sehe keine Bedrohung mehr. Ich glaube, da könnten wir auch ein bisschen laufen. Ui. Ui. So, und dann hier lang und dann hier. Und dann hier runter. Und dann hier um die Kurve. Und hier anstoßen und dann hier rauf. So, und dann die nächste Puppe verbrennen. Ja, Puppe 3 von 7 verbrannt. So, und das ist ungefähr die Hälfte von den Puppen. Und ich wollte ja mehrere Folgen machen, deswegen würde ich sagen, ist zwar ein kurzes Let's Play jetzt gewesen, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Smile My Doll wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Spiel gefallen hat, wie gesagt, in der Videobeschreibung der Link zum Spiel, zum Downloaden, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat und ob ihr euch das Spiel holen würdet oder auch nicht, wie ihr wollt. Ist kostenlos, gibt's auch im Bundle mit einem anderen Game zusammen. Und ja, das war's eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi. Speichern und Spielende und macht es gut.